Hey Leute, ich habe zwei neue Gratis-Items für euch. Die sind diesmal Eishockey-themed. Das erste Item ist dieser Hockey-Pokett. Den trägt man halt über seinen Kopf, ist ganz cool. Und das zweite Item sind die Hockey-Stick-Rings. Die trägt man auf den Rücken, wer es mag. Um diese Items zu bekommen, müsst ihr in NHL Blast reingehen. Das ist die National Hockey League, I guess, aus Kanada, glaube ich. Es geht um Eishockey. Es gab schon ziemlich viele Free-Items in NFL Tycoon. Das ist halt American Football. Aber den Tycoon finde ich halt nicht so cool. Dauert sehr lange. Die Items waren nicht so cool und ich glaube, niemand von euch interessiert sich für Football, deswegen habe ich nie was dazu gemacht. Aber was ihr hier drin machen sollt, ist erstmal Spiel beitreten. Und dann müsst ihr warten, bis ein Match gefunden wird. Und das hier zeige ich euch eigentlich nur, weil das Spiel an sich ganz cool gemacht ist. Jetzt joinen wir einen Server. Anders als halt das NFL-Ding. 3 gegen 4, ja, wir sind in der Mehrzahl. Haha, ich liebe es, wenn es unfair wird. So, okay, das ist eine interessante Hockey-Map, aber ja, warum? Man muss ja nicht immer auf Eishockey spielen. Hockey geht ja überall. Dann lauft ihr einfach durch. Bindestrich bereit, alles klar. Am besten lasst ihr euch nicht von diesen Maschinen treffen. Oh, warum dreht die sich denn um, wenn ich neben ihr bin? Alles klar, wir versuchen es nochmal. Wichtig ist, wenn jemand anderes kommt, ballert ihn ab. Bam, bam. Wenn ihr die Leute doppelt trefft, dann sind sie K.O. Und so verhindert ihr, dass die Gegner bei euch Tore machen. Also ich gehe einfach mal hier oben lang, weil ich glaube, das ist sicherer. Und solange die Maschine da hinten ist, bam. Haha, betäubt. Und markiert. So, einfach durchlaufen bis zum Tor der Gegner. Und wenn wir dann da sind, müssen wir halt das Tor auch treffen. Bam, Ziel. So, und einfach Tore machen. Und dann geht's halt immer wieder nach vorne. Nennt man das beim Eishockey eigentlich Tor? Ich glaube schon, oder? Hey, du da. Bam, bam, bam. Nicht getroffen, so ein Mist. Ah, nee, mit R macht ihr so einen Speedboost. Egal, ich schieße einfach die Pucks in Richtung Tor. Bam. Und alles, was ihr machen müsst, ist einfach das Spiel spielen. Wie gesagt, andere Leute mit dem Hockey-Pucks abballern. Ich liebe es, andere Leute abzuballern. Und vor allem in das Tor der Gegner reinballern. So, bam, bam, 2. Wir spielen das Spiel erstmal zu Ende. Das dauert noch 3 Minuten. Das heißt, erstmal zocken. Bam, betäubt und markiert. Weg mit dir. Nein, ich wurde betäubt, aber du wurdest markiert. So, weiter geht's. Und jetzt geht's rüber für uns. Bam, betäubt, markiert. Tschüss. Tja, das kommt von meinem guten Ovo. Ah, Watch Aim. Nein, wir haben uns beide erwischt. Sein Mist aber auch. Betäubt, markiert. Tschüss. Du warst so knapp davor, ein Tor zu schießen. Tut mir echt leid, mein Homie. So, jetzt muss ich aber auch noch ein paar Tore machen. Weil es steht 150 zu 150. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal alle ein paar Tore schießen, Jungs. Mal kurz hinstürmen und dann Tor. Yeah. Noch ein Tor, sehr gut. Weiter Tore schießen. Jetzt wieder rein und verhindern, dass die Gegner Tore bei uns schießen. Nein, ich habe daneben geschossen. Ja, gut gemacht. Tötet ihn, tötet ihn. Nein, niemand hat ihn getötet. Ihr habt es nicht verhindert, aber wir sind immer noch vorne. Darauf kommt es an. Ha, erwischt. Tschüss. Hey, ich habe dich erwischt. Genau. Ah, da will jemand kommen. Ah, nee, doch nicht. Die wollen einfach ihr Tor verteidigen. Nein, ich wurde... Hör auf, mich zu betäuben. Ah! Oh, ich wollte zu viel. Ich hätte einfach ein Tor schießen sollen. Aber wir liegen vorne. Wir liegen vorne. Jetzt dürfen die nur keine Tore mehr bei uns schießen. Also, bam, bam, bam und bam. Beide erwischt. Zurück ins Mittelfeld mit euch. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Sport. Du bist jetzt auch weg, mein Freund. Man hat hier netterweise so ein bisschen Auto-Aim. Nein, jetzt hat er mich markiert. Egal. Wir haben noch 28 Sekunden. Die dürfen einfach nur nicht die Führung übernehmen. Darauf kommt es an, Leute. Schnell rein. Okay, er ist halt zum Gas geben. Also eigentlich die ganze Zeit R drücken für Speed. So, den lasse ich vorbei. In der Hoffnung, dass ich jetzt noch ein Tor schießen kann. Die sind da die ganze Zeit am Verteidigen. Bringt euch aber nichts, weil ich jetzt Tore schieße. Ha. 300 Punkte. Was habt ihr? Nix. Gewinner, Gewinner! Ich habe das Spiel gewonnen, klicke jetzt auf Nächste und ihr seht, ich steige auf. Erstmal braucht ihr Level 2 Minimum. Das kriegt ihr eigentlich easy hin nach dem ersten Match. Wie ihr seht, bin ich jetzt schon... Mal gucken, wie weit steige ich auf. Level 6, wie ihr seht. Schalte dadurch den goldenen Helm frei mit Level 2. Und gehe ich hier oben auf Verlassen, dann auf Ja. Und dann gehe ich einmal hier oben hin, drücke E, ein bisschen slippery. So, klicke hier unten auf den goldenen Helm, rüste den dann entsprechend aus, indem ich auf Ausrüsten drücke. Gehe dann wieder zurück, indem ich hier oben rechts auf Verlassen drücke. Und jetzt, wo ich den goldenen Helm trage, gehe ich zu Upper Deck und mache einen Screenshot. Yeah, einmal hier unten auf die Screenshot-Taste drücken, bam. Dann wird ein Screenshot bei euch gespeichert. Und es dauert ein bisschen und wir kriegen ein Abzeichen und haben damit den Hockeyhelm. Oh, der Screenshot wurde bei mir nicht gespeichert, weil der Ransomware-Schutz das bei mir verhindert hat. Auch gut. So, dann gehe ich jetzt auf... Spiel beitreten für das zweite Item und zwar diese Hockey Wings auf dem Rücken müssen wir, glaube ich, Level 12 erreichen. Augenblick, das steht da hinten. Steht das da? Ne, nur Level 10 müssen wir erreichen. Okay, Level 10 erreichen, das kriegen wir ja wohl hin. Und dann joinen wir halt nochmal ein Match. Wie gesagt, nach dem ersten Match war ich Level 6, also sollte ich nach dem zweiten Match
Easy. Level 10 werden wir. Hier können wir übrigens die Arena bauen. Jetzt nehmen wir mal hier gefrorene Festung. Oh, diesmal haben wir mehr Gegner. Diesmal sind die Teams ausgeglichen. Das finde ich unfair. Egal. Euch werde ich so fertig machen. So, alle fertig gemacht. Los geht's, Jungs. Ran an den Speck. Wuhu. Ah, das ist unser Typ. Warum läufst du in die entgegengesetzte Richtung? Warum lauft er nicht zu den Gegnern? Ach, keine Ahnung. Einfach rüber. Bam. Tor. Warum ist das Tor eigentlich blau? Oh, ich bin Team Rot. Deswegen. Oh, okay. Ich bin Team Rot. Hätte ich vielleicht darauf achten können oben. Yeah. Okay, weiter geht's. Dann muss ich jetzt wohl doch die Blauen hier fertig machen. Ich treffe sie aber nicht. Ist mir egal. Wir liegen in Führung. Weiter geht's. Zocken, Jungs. Zocken, zocken, zocken. Ey, blauer Typ. Betäubt. Und Tor. Und Tor. Und Tor. Hehe. Tschüss. Und weiter geht's. Ey, du da. Bap, bap. Tschüss. Weiter zocken hier. Und Tor! Yeah! Für mehrere Tore schießen können. Egal. Ey, du da, bab! Bab! Nein, du darfst mich nicht betäuben. Andersrum. Ich musste nachladen. Egal, weiter geht's. Wir liegen in Führung. Darauf kommt's an. Dich machen wir kurz fertig hier. Bam! Und bam! So macht man das übrigens, Jungs. Einfach treffen. Nein, nicht mich treffen. Ich dich! Nicht du mich. Ja, genau, markiert. Sehr gut. Nachladen. Und dann einmal ins Tor rein. Ja, erstmal den Typen da fertig machen. Aber jetzt Tor! Wuhu! Okay, weiter geht's. Bam! Bam! Ah, wenn Eishockey nur wirklich so wäre, dass man Leute abballern muss. Ich meine, Eishockey ist super brutal. Ich würde das niemals spielen. Weil habt ihr mal ein Eishockeyspiel gesehen? Ich weiß echt nicht, was mit den Leuten nicht stimmt, dass sie so brutal unterwegs sind. Aber wir sind sowas von hier am Führen. Das ist krank. Aber nur, weil ich so ein guter Spieler bin. Hey, du da. Tschüss. Hey, du da. Tschüss. Hey. Ja, genau. Wird schon passen. Einmal hier durchrushen und Tor! Wuhu! Mein Torjubel ist echt weird. Aber du da, oh, ich hab dich nicht getroffen. Egal, dann hast du halt schon dein Tor. Weiter geht's. Wir haben fast doppelt so viele Punkte wie die Gegner. Wir müssen jetzt einfach weiterzocken. Bam. Tor. Niemand wollte mich aufhalten von denen. Aber ich werde die jetzt dafür aufhalten. So. Und aufgehalten. Und aufgehalten. Ah, doch nicht? Ja, jetzt erst. Du da übrigens auch gleich. Ah. Okay, du läufst in die falsche Richtung, Bro. Broski, das ist die falsche Richtung. Weißt du überhaupt, wie man Eishockey spielt oder nicht? Egal, weißt du was? Ich gehe einfach zu deinem Tor und schieße rein. Bam. So, weiter geht's. Und ich finde, das Spiel, das kann man auf jeden Fall spielen. Also, es macht sehr viel mehr Spaß als dieses blöde Football-Spiel, das die NHL, nicht die NHL, die NFL gemacht hat. Warum haben die eigentlich alle drei Buchstaben? Diese ganzen amerikanischen Sportvereine. Ich meine, DFB hat auch drei Buchstaben. DFB, NBA, NFL, NHL. Ist irgendwie so eine Sache mit den drei Buchstaben, wa? Egal, erstmal ein Tor schießen. So easy geht das. Was wollt ihr tun? Hey, du da! Du schießt kein Tor. Oh, der hat schon ein Tor geschossen. Dann schießt du halt keins. Na gut, du hast auch eins geschossen. Aber du nicht. Hey, nicht laggen. Genau, so geht das. So, du kommst nicht mehr aus deinem Spawn raus. Und ich werde jetzt ein Tor schießen. Easy. Hey, wo kommst du denn her? Tschüss. Ich glaube, die werden sich richtig genervt fühlen von mir. Weil immer, wenn ich bei denen um die Ecke komme, sind sie markiert. Okay, ich klicke auf Nächste und steige dann auf im Level. Und zwar Level 7, 8, 9 und 10. Easy. Und sogar 11. Also Level 11 erreicht. Wir gehen hier auf Verlassen. Wir gehen hier oben wieder auf Verlassen, dann auf Ja. Und hier in der Lobby sehen wir noch einmal, sobald ihr Level 10 erreicht habt, bekommt ihr die Hockeyschlägerflügel. Also gucken wir jetzt einmal nach. Verlassen dafür das Roblox-Spiel. Gehen nochmal auf die Hockeysting-Flügel. Aktualisieren die Seite und ihr seht, Item in Besitz. Und auch bei dem Hockey-Puck-Head seht ihr jetzt Item in Besitz. So bekommt ihr diese Free Items. Schreibt mir in die Kommentare, wie viel Arme ihr habt. Bis dann und ciao!